Shalom an die Auserwählten Israels. Heute eine kurze Lektion über das Thema. Vers des Tages. Es ist das Thema heute sozusagen. Dann lesen wir erstmal vor. Nun hätten sie Jahawashai am liebsten festgenommen, doch keiner wagte es, Hand an sie zu legen, an ihn zu legen. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Viele in der Menge glaubten an ihm, sie sagten, wenn der Messias kommt, wird er dann etwas mehr Wunder tun als dieser hier. Johannes 37. Okay. Und sie dachten halt, vor allem die Leviten, so wie ich denke, dachten halt, ach so, okay. Was kann der schon so ungefähr? Okay. Wir sind die Priester so ungefähr. Wir brauchen so jemanden nicht. Und er hat halt vor ihnen auch nicht so viele Wunder getan, weil er wusste, dass, also er war quasi da, um den Menschen die Sünden aufzuzeigen und sowas, deswegen haben sie ihn alle gehasst, das wusste er. Er wusste auch, dass er quasi sich da ein bisschen zurückhalten muss wahrscheinlich. Ich will jetzt nichts hinzufügen oder sowas, aber es hat schon seinen Grund, wieso Jahawashai so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Und eben nicht so viel getan hat, wie sie erwarteten von ihm. Weil es sollte prophezeiungsgemäß so ablaufen, wie es abgelaufen ist. Nämlich, dass sie es so sagen, wie jetzt hier ungefähr. You know, ist ja klar. Aber er hat trotzdem viele Wunder getan. Aber wenn du schaust, haben seine Apostel auch extrem viele Wunder getan und so. Und also, es ist halt eine Balance zwischen allem, wenn man schaut. Na, wie gesagt, jedenfalls haben dann im Endeffekt die eigenen Leute von Israel, wie es in dieser Zeit mehr oder weniger auch ist, kommen immer gegen die Propheten, die hassen ihre eigenen Leute, aber speziell die Propheten, weil die Propheten ihnen aufzeigen, dass wenn sie so weitermachen, dass es sie dann im Endeffekt schlimm treffen wird oder hart treffen wird. Okay. Keiner kann hier ohne Buße irgendwie sein Leben gewinnen, sozusagen. Weil Jahawashai sagt uns, okay, wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren und wer es verlieren wird, meinetwegen wird es gewinnen. So viel dazu. Wir werden sehen, was demnächst so kommt. Okay, Dritter Weltkrieg hat angefangen. Corona wird immer schlimmer hier in Deutschland. Könnten wir eventuell ein Video gucken, wenn wir das ein bisschen durchgeschaut haben. Ja. Oder nächstes Video dann. Offenbarung 2,10. Ultimativ wollen sie jeden von uns ins Gefängnis bringen. Ultimativ wollen sie uns besser noch töten. Eigentlich euch alle Israeliten, aber bei den auserwählten 144.000 werden sie bald einen Grund dafür haben. Wieso werden sie bald einen Grund dafür haben? Weil wir den RFID-Chip nicht annehmen und weil wir im Endeffekt gegen das System dann im Endeffekt sind. Weil wir eben, sobald wir diesen Chip nicht annehmen oder die Impfungen nicht annehmen, sozusagen zum Feind des Systems gemacht werden. Aber wenn es das benötigt, um im Endeffekt von Yahweh anerkannt zu werden, dann werden wir das auf jeden Fall machen. Weil du willst ganz sicher nicht mit den zwei Dritteln Israels in den Untergang starten. Okay. Zumindest denke ich mal, dass du es nicht willst. Dann lass mal Offenbarung 2,10 mitlesen. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen. Also, im Endeffekt leiden wir die ganze Zeit. Aber, ja, manche müssen halt noch mehr verlieren und so. Und noch mehr leiden. Wie auch immer, wir können eh nichts dran ändern. Wie gesagt, alles ist besser, als erstens Menschen in die Hände zu fallen. Alles ist besser, als in Esau Edom seine letzte Karte zu vertrauen. Also wenn du die zwei Drittel Israels anschaust. Und im Endeffekt, der Herr hat, wie sagt man, der Herr hat Mercy, also der Herr hat Geduld und Liebe.
für sein Volk, für Israeliten, Neger, Latinos und Ureinwohner Amerikas. Okay. Und er wird euch beschützen sozusagen. Und solange du in ihn vertraust, wird es dir immer gut gehen. Oh, sobald du aber in Menschen vertraust, wird es dir schlecht gehen. Und du musst dir so vorstellen, du hast zum Beispiel eine Geschichte gehabt von David, wie er, glaube ich, seine Mannschaft gezählt hat, was er nicht sollte. Also da wurde er von Satan irgendwie verführt und so, okay? Versuche so ein bisschen in einer schwieriger Maß ein bisschen zu zitieren. Und dann hat er halt die Wahl gehabt, so, was er jetzt tut. Und dann hat er sich halt im Endeffekt ist er vor der Wahl gestanden, um auf Gott zu vertrauen oder halt so eine andere Strafe zu bekommen. Warte, lass uns das mal nachgucken, was das war. David hat Männer zählen lassen oder so. Zählen lassen, Strafe. Und Yahweh hat dir eine Strafe ange. Ah. Schau. 2. Samuel 24,1. Und der Zorn Yahwehs entbrannte abermals gegen Jeschuala und er reizte David gegen das Volk und sprach: Geh hin, zähle Israel und Juda. Achtung, jetzt hier, 1. Chronik 21,1. Und Satan stellte sich gegen Jeschuala und reizte David, dass er Israel zählen ließe. Wer veranlasste David dazu, das Volk zu zählen? Okay, warte, lass mal weiter. Ich will hier nicht alles lesen. Also Gott kann nicht verführen, das liest du in Jakobus 1,13. Okay, so viel dazu. Hier, es war der Satan, der David versuchte und mit Erfolg dazu veranlasste, sich gegen Allahayim aufzulehnen. Und das Volk Israel, das heißt seine streitbaren Männer, vergleichlich 2. Buch Samuel 24, 2 bis 4, zu zählen, statt auf Gottes Hilfe zu vertrauen. Siehst du? Also statt auf Gottes Hilfe zu vertrauen, hat er einfach die Männer zählen lassen, also kriegstauglichen Männer, für denen die Anzahl der Krieger ohnehin mehr oder minder irrelevant war. Also ja, Allahayim hat halt sowas gesagt wie, ist egal wie viele es sind, ich helfe euch schon so ungefähr. Also seine Hilfe hat er halt angeboten so. Aber ja, nein, ich lasse halt zählen und so und mal schauen, wenn wir zu wenige sind, dann bleiben wir zurück. Sowas halt wahrscheinlich, okay? Halt so ähnlich ist es halt abgelaufen. Also wie gesagt, Jahwe selbst verführt nicht. Jakobus war das. Wie gesagt, ist so. Und zwar lasst uns lesen in 1. Chronik 20, okay? Dann lesen wir das kurz. Es ist eine gute Geschichte. Es ist dasselbe wie heute. Glaub mir, er wird zornig über dich sein, wenn du auf Menschen vertraust, wenn du in Esau-Edom und sein System vertraust oder schlimmer noch in Esau-Edom selbst. Also die Heiden. Statt du einfach auf ihn vertraust und dann am Ende halt echt als Gewinner rausgehst, so ungefähr. Manche von uns werden, wie gesagt, noch nicht mal ansatzweise sterben, okay? Klar, du musst hier getestet werden und weißt schon, wir haben alles verloren, wir haben unser ganzes Leben hier geopfert und sowas. Daran kommst du nicht vorbei, weil du willst ja auch ins Königreich und was, du willst dir eine Krone aufsetzen, okay? Du willst ja eine Krone haben, da musst du ja irgendwas opfern, okay? Weil du willst nicht sein wie die zwei Drittel. Aber im Endeffekt, er wird es halt so richtig in dich reindrücken, wenn du halt nicht in ihn vertraust. Und das ist das Problem mit den meisten von unseren Leuten. Sie haben kein Vertrauen. Okay, hier geht es um die Moabiter. Okay. Sagen wir 21 wahrscheinlich. Kann schon gut sein. Jorams gottlose Regierung. Salak. Warte. Ah. 21,1. Ach, 1. Chronik, Salake. 1. Chronik, 20.
Es wird genau dasselbe sein, wenn du in Esau vertraust. Glaub mir, denen, die eingesperrt wurden von den Elekt, den Auserwählten, denen geht's 100-mal besser als dir, okay? 100-mal. Also hier geht es noch darum, als nun Israel verhöhnte, da erschlug ihn Jonathan, der Sohn Simeas, der Bruder Davids. Diese waren dem Rapha in Gat geboren und sie fielen durch die Hand Davids und durch die Hand seiner Knechte. Also im Endeffekt, David hat die ganze Zeit Stuwait, du weißt selber, wie viel er getötet hat, du weißt selber, wie viel. Esau hat er übrigens gehasst. Mit Righteous, also gerechten Hass natürlich, so wie wir es heute auch tun. Das heißt nicht, dass wir Personen an sich hassen, sondern einfach, dass wir die Wickedness of Esau hassen, spirituell. Gerechtermaßen. 21. Tja, 21. Und er stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zählen zu lassen. Also Satan. Und David sprach zu Joab und zu den obersten Volkes: Geht hin, zählt Jahschuala von Beersheba an bis nach Dan und bringt mir Bericht, damit ich ihre Zahl erfahre. Joab aber sprach: Jehova füge zu seinem Volk, wie zahlreich es jetzt ist, noch 100-mal mehr hinzu. Aber sind sie nicht mein Jehova und König, alle die Knechte meines Jehovas? Warum verlangt mein Herr so etwas? Warum soll eine Schuld auf Jahschuala kommen? Doch das Wort des Königs blieb fest gegen Joab. Und zog Joab aus und durchwanderte ganz Jahschuala und kam wieder nach Jerusalem. Alright. Und Joab gab David die Zahl des gemusterten Volkes an. Das ganze Volk Jahschuala zählte 1.100.000 Männer, die das Schwert zogen, und Juda 470.000 Männer, die das Schwert zogen. Levi und Benjamin hatte er nicht mit ihnen gemustert, denn das Wort des Königs war Joab ein Gräuel. Und diese Sache missfiel Allerheim, darum schlug er Israel. Und David sprach zu Allerheim: Ich habe mich schwer versündigt, dass ich diese Sache getan habe. Nun aber nimm doch die Missetat deines Knechtes hinweg, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Und David war vom Herzen her ein sehr gerechter Mann und ein sehr, also er war ja, Allerheim sehr wohlgefällig, er war Jahwe sehr wohlgefällig. Okay, kein Israelit ist besser wie der andere, wir sind alle schuldig. Wir versuchen aber alle blameless, also schuldlos zu sein vor Jahweh, dass wir eben die Krone auch annehmen können, die er uns geben will, weil wir eben durchhalten. Siehst du, also selbst wenn wir irgendwie jetzt hier, keine Ahnung, Guillotine oder sowas, Kopf ab oder so, okay. Und Jehova redete zu Gad, dem Seher Davids, und sprach: Geh hin zu David und sprich, so spricht Jehova, dreierlei lege ich dir vorher, wähle dir eines davon, dass ich es dir antue. Siehst du, also er hat ihn drei Sachen vorgelegt und eines davon durfte er sich aussuchen. Jetzt pass auf. Schau her. Und als Gad zu David kam, sprach er zu ihm: So spricht Jehova, wähle für dich. Entweder 3 Jahre Hungersnot oder 3 Monate lang Flucht vor deinen Widersachern, sodass dich das Schwert deiner Feinde ereilt, oder 3 Tage lang das Schwert Jehovas und die Pest im Land und den Engel des Jehovas als Verderber im ganzen Land im Gebiet von Jahschuala. So überlege nun, welche Antwort ich dem zurückbringen soll, der mich gesandt hat. Also der Engel. Okay. Und David sprach zu Gott: Mir ist sehr Angst. Natürlich hast du Angst, wenn du das Gericht von Jahwe verstehst, dann siehst du, wie schrecklich das ist. Bruder hatte letztens Vision von Leviathan. Okay. Nicht Loch Ness oder so, sondern was sie in Japan halt auch so feiern. Godzilla. Okay. Und er meinte halt, ja, da kommt so ein Godzilla wohl möglich, der hat halt noch so Arme und sowas, mit denen er so halt, so Tentakel, so, okay, so Riesententakel und sowas, nicht so dieser typische Godzilla, was sich die Leute vorstellen, sondern so ein richtiges, viel, viel krasseres und beweglicheres Tier, wie man sich vorstellen könnte, okay? Und er hatte halt in dieser Vision, hat halt erfahren, wie er so im Gebäude war. Und voll viele Menschen wurden von diesen Tentakeln da aufgefressen. Und dann war noch so ein Tentakel so an ihm vorbeigezogen, hat ihn so angeschaut. Und dann ist dieser Tentakel noch so weg von ihm, so wahrscheinlich, weil diese Tentakel konnten selber auch fressen. Nicht nur der Kopf von dem Vieh. Und er meinte halt, dass es ihn so angeschaut hat, dieser Tentakel. Und dann ist er aber weitergezogen. Okay? Und wenn du sowas verstehst, wenn du verstehst, dass
allein diese ICBM-Missiles, also Atombomben, die kommen, die dich lebendig brutzeln, dann verstehst du auch, dass du dich auch nicht mit Yahawa anlegen willst, okay? Aber wie gesagt, ist immer besser, schau, das Lesen. Und Allerheim sandte den Engel nach Jerusalem, um es zu verderben. Und, Moment, Moment. Moment, Moment. Also nochmal, entweder 3 Jahre Hungersnot oder 3 Monate lang Flucht vor deinen Widersachern, sodass dich das Schwert deiner Feinde ereilt, oder 3 Tage lang das Schwert Jahawas und die Pest im Land und den Engel des Jahawas als Verderber im Land vom Gebiet von Jerusalem. So überlege nur, welche Antwort ich dem zurückbringe, der mich gesandt hat. Und David sprach zu Gott: Mir ist sehr Angst, ich will in die Hand Jahawas fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß, aber in die Hände der Menschen will ich nicht fallen. Siehst du? Und da ließ Jahawa die Pest über Jerusalem kommen, sodass 70.000 Mann aus Israel umkamen. Und jetzt kommt's. Und Allerheim sandte den Engel nach Jerusalem, um es zu verderben. Und als er verderbte, sah es Jahawa und ihn reute das Unheil, und er sprach zu dem Engel, der verderbte: Genug, lass deine Hand nun sinken. Der Engel des Jahawas aber stand bei der Tenne Ornans, des Jebusiters. Und David erhob seine Augen und sah den Engel Jahawas zwischen Erde und Himmel stehen und in seiner Hand ein bloßes Schwert über Jerusalem ausgestreckt. Wie gesagt, ein Engel könnte hier die ganze Bevölkerung abkarten. Da fielen David und die Ältesten in Sacktuch gehüllt auf ihr Angesicht. Siehst du? Wie gesagt, am Ende, weiß nicht, Mann, egal was du gemacht hast, Mann, vertrau in ihm. Am Ende reut es ihn, weißt du, weil du sein Sohn bist. Abgesehen von der Prüfung, in der wir alle schon drin sind übrigens, okay? Am Ende reut es ihn, wohl möglich. Aber nicht, weil du jetzt, weil es deine Sünde besser macht, sondern weißt du wieso? Wegen seiner Güte und weil du sein Sohn bist. Siehst du? Weil er braucht niemandem was beweisen, weißt du? Aber weißt schon, wir sind nicht Yahweh, wir sind nicht Yahweh Shai. Das heißt, du musst umso mehr das Vertrauen einfach aufbringen, sonst kann er dir seine wahre Gestalt nicht zeigen, welche eigentlich wirklich Barmherzigkeit und Liebe ist, weißt du? Zu seinem Volk, natürlich. Dann lass lesen, Offenbarung 2,10. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen. Spricht von Esau Edom und seinem System. Die 1% Elite, auch in Deutschland, wird den Leuten richtig den Ofen heiß machen. Alles klar? 1% dürften es schon ungefähr sein. Wie auch immer, keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch egal. Aber die werden so richtig den Menschen den Ofen heiß machen. Okay, es liest du noch woanders, zeige ich dir gleich. Damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. 10 Tage ist eine vollendete Zahl. Es kann heißen, es kann ein Tag sein, es kann 11 Tage sein. Du weißt, was ich meine. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Was ist die Krone des Lebens? Von was wir die ganze Zeit sprechen, ist Königreich. Hier von euch sogenannten Negern, Latinos und amerikanischen Urnen. Offenbarung 3,11. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Das heißt, wir sind schon näher, als du denkst, steht in der Bibel. Okay. Das heißt, es lohnt sich, es kann sich nur lohnen, in Jahwe zu trauen, und es kann sich nur für dich zum Schlechten austragen, in Menschen zu vertrauen. Alles am Ende zusammengefasst, okay? Dann lass noch hier Apostelgeschichte 16,23 lesen. Paulus und Silas im Gefängnis, Bekehrung des Kerkermeisters. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Die haben halt viele Wunder getan draußen und so und haben viel auch geheilt und sowas. Ich glaube, einer hat sich sogar in den Schatten von Paulus gestellt und wurde dann irgendwie geheilt. Also sie haben sogar versucht, sich in den Schatten von den Aposteln zu stellen, weil sie wussten, sie werden dann geheilt. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten ihr Allerheil mit Gesang, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und zugleich öffneten alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst.
Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf, und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jahwe Schei, so wirst du gerettet und du und dein Haus. Okay, also hier ganz easy. Ungefähr, okay, wir haben eine Kugel gräbt, fällt selbst hinein. Okay, es macht eh so Ölung ungefähr die ganze Zeit, aber gerade am Ende wird er merken, dass, ja, dass im Endeffekt alles, dass halt alles auf ihn zurückkommt. Okay. Und ganzen Intrigen und sowas, das wird sich alles aufdecken. Und es wird diese Menschen teuer zu stehen kommen. Gerade dann, wenn sie es eben nicht glauben. Die kommende Verfolgung, Matthäus 10, 17. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Okay, nimm den RFID-Chip oder wir killen hier deine Familie oder sowas, okay? Zum Beispiel, okay? Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen, meinetwillen ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie ihr oder was ihr reden sollt. Okay? Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, also Jahwe spricht dann durch euch, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden siehst, sondern der Geist eures Vaters. Aber now Jahwe ist, der durch euch redet, okay? Jahwe Barschem, Jahwe Schei. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und dein Vater sein Kind, und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Dann werden auch Erwachsene ihre Kinder essen und sowas, okay? Weil im Endeffekt, wie gesagt, den Auserwählten, die Auserwählten, okay, die stehen unter dem Schutz Jahwes als Einzigste, okay? Das heißt, jeder hier hat ungefähr mal die schlechteste Karte gezogen, die du ziehen kannst. Vor allem, wenn du gegen die Auserwählten, was viele nicht glauben wollen, aber vor allem, wenn du gegen die Auserwählten da Intrigen schiebst und sowas. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Siehst du also im Endeffekt, die Wut einer oder von vielen großen Nationen ist gegen dich, Israel, Yahshuala, gegen euch Lega, Latinos und Ureinwohner Amerikas. Und wenn ihr nicht von den Auserwählten seid, dann habt ihr ein Problem, weil dann schützt euch Jahwe nicht davor. Er ist ja derselbe, der das über euch bringt. Verstehst du? Und selbst wenn ihr nicht die Wahrheit habt und nicht mehr an die Wahrheit denkt, okay, ihr hättet schon Buße tun können, weil die Wahrheit ist draußen, jeder hat sie gehört. Was ich meine ist, du bist trotzdem zum Ziel geworden. Okay, was ich meine ist, allein, dass du geboren bist mit diesem Geburtsrecht, nämlich das Königreich, okay, du wirst als unsere Kinder zurückkommen im Königreich. Aber vorher musst du noch in diesem und im nächsten Leben richtig viel Schmerzen erfahren, weil du einfach keinen Bock hattest, zu den Geburten zurückzukehren. Okay? Allein weil du mit diesem Geburtsrecht, was Esau nicht bekommen hat, sondern Jakob, sein Bruder, geboren wurdest, bist du einfach nur gehasst. Und das wird sich jetzt noch richtig fett austragen, noch richtig viel extremer. Okay? Bis die Heiden irgendwann selbst umfallen werden in ihrem Hass gegen dich. Okay? Aber du wirst genauso mit ihm umkommen. Wieso? Weil du keine Buße getan hast. Siehst du? Und damit wollen wir es auch beenden. Wie gesagt, ausharren, okay, RFID-Chip nicht nehmen, die Elect, die Auserwählten werden den RFID-Chip nicht nehmen, egal was kommt. Okay, und darauf läuft es hinaus. Wenn du die Gebote hältst, wirst du den RFID-Chip nicht nehmen, siehst du? Also Tora, Evangelium, okay. Geburtsrecht, okay, weil im Endeffekt bist du wie Esau, wenn du sagst, okay, was bringt mir mein Geburtsrecht, okay, wenn ich einen RFID-Chip nicht nehme, dann kann ich hier nichts essen oder sowas, okay? Also bist du genauso wie Esau, und was lesen wir in Hebräer? Sei nicht jemand ein Gottloser wie Esau. Schau her. Hebräer 12, 16. Lass nicht jemand sein Hurer oder ein Gottloser wie Esau, der um seiner Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Was gemäß Prophezeiung sowieso zu Jakob gehen sollte. Also die Bibel und auch diese Welt läuft genauso ab, wie es Jahwe Barschem Jahwe Schei geplant hat.
Und es wird sich immer so austragen, genau so, wie die Heiden es nicht vermuten, wie die Heiden es nicht wollen, meine ich. Sorry. Wie gesagt, schlimmster Albtraum, dass Negerlatinos und Ureinwohner Amerikas über sie regieren. Mit Spiritual Power sogar. 144.000, okay. Mit eisernem Stabe und Krone. Nein, sondern eben, okay, dass schlicht und ergreifend Yahweh hier, okay, alles genehmigen muss. Okay, ob jetzt da eine Ampel von grün auf rot schaltet, Yahweh wird dieses nicht entgehen, verstehst du? Muss es genehmigen, verstehst du? Nichts läuft ja ab ohne ihn. Okay. Aber hey, vertrauen Menschen. Wer zerstört? Okay. Wer zerstört? Aber hey, wenn ich dich ein bisschen, okay, ein bisschen beruhigen darf, okay, ist sowieso schon vorherbestimmt, okay, dass du verloren gehst dadurch, dass du eben nicht in ihn vertraust. Also von dem her, wen interessiert's? Okay. Gut, ich hoffe, es hat ein bisschen hier Edification, also Belehrung gebracht sozusagen. Ich bin kein Lehrer, aber es war halt eine Predigt. Okay. Und es ist einfach zu durchschauen, wenn du vertraust, komme was wolle, wirst du gewinnen. Wenn du nicht vertraust, ganz genau. Schau an.